Wie ist es denn? Was erfährt denn der Leser bei der Lektüre Ihres Buches, was er über die DAX bisher noch nicht wusste? Ich glaube, dass der Donald Duck gewissen Vorurteilen unterliegt. Alle sagen immer, er ist der Loser, er ist der Vollversager, der Choleriker. Ich habe ihn ganz anders empfunden. Für mich hat er eine große Zärtlichkeit, er hat eine große Kindlichkeit, einen guten Optimismus. Er fängt ja immer wieder von vorne an. Ich habe ihn noch nicht Hartz IV beantragen sehen. Er sucht sich immer wieder einen neuen Job, ob als Schlangenbeschwörer oder in der Margarinefabrik. Ich glaube aber, nach der Lektüre meines Buches hat man noch eine andere Zärtlichkeit für ihn, als man vielleicht schon vorher oder seit Kindesbeinen für ihn hat. Ist die Frage nach der Lieblingsfigur damit auch schon beantwortet oder gibt es da weitere? Ich habe auch den Dagobert Duck sehr gerne, obwohl er mich oft sehr anstrengt mit seinem Geiz und er beutet Donald ja auch furchtbar aus. Meine heimliche Favoritin, weil ich immer schon eine große Fanin von Hexen war, ist Gundel Gaukelein. Warum? Weil ich immer schon eine Fanin von Hexen war. Nein, ich finde, sie sieht sehr sexy aus. Ich bin prinzipiell eine Fanin von Schurken. Ich mag auch bei Schneewittchen die böse Stiefmutter lieber als Schneewittchen. Das ebenmäßige Gesicht an sich finde ich etwas langweilig. Ich habe auch als Kind nicht mit Puppen oder mit Barbie-Puppen gespielt. Ich war auch bei Denver Clan ein Fan von Alexis und ich gucke Unsere kleine Farm auch wegen Mrs. Olsen. Ich habe ein Faible für Gesichter, wie man so schön sagt, für Fressen, für Nasen und auch für eine gewisse Charakterstärke, auch wenn sie vielleicht bei Gundel ein bisschen hinterlistig manchmal ist. Aber wir wissen ja, warum sie den Glückszehner haben möchte. Sie möchte die Hexerei an den Nagel hängen. Sie möchte leben wie eine feine Dame. Und sie rührt mich da genauso wie Donald, dass sie immer wieder von vorne anfängt und hinter dem Zehner her ist. Wann und wieso sind Sie denn jetzt gerade den Enten verfallen? Ich bin schon als kleines Kind den Enten verfallen, weil meine sehr kreative Mutter meine kleinen Tischchen und Stühlchen mit Dezifix beklebt hat, auf denen Bambi und Entenhausen waren. Also meine ersten kleinen Bildchen, die ich sah, als ich irgendwie Verstand kriegte mit 2, 3, 4 Jahren, waren Goofy, Mickey, Donald und eben die ganze Bande. Und ich glaube, ich habe mich da verknallt, ja. Sonst eine Affinität zu Comics im Allgemeinen noch? Ja, ich habe viele Comics zu Hause liegen. Ich habe Helga, ist nur gut. Ich habe Lucky Luke, ich habe alle Asterix und Obelix Bände und jetzt bin ich natürlich aktuell ein großer Fan von Ralf König Comics. Mal allgemein gefragt, nur in eigener Promotion unterwegs oder haben Sie noch die Zeit, hier auch mal ein bisschen rumzugucken? Interessiert Sie selber irgendwas als Konsument? Also ich persönlich lese prinzipiell sehr gerne Bücher und finde Bücher sehr, sehr sinnlich, aber ich gebe ehrlich zu, heute Nachmittag bin ich nur in eigener Sache hier unterwegs und bin froh, wenn ich die Zeit finde, mal ein Zigarettchen zu rauchen. Ich glaube nicht, dass ich die Zeit finde, an anderen Ständen rumzulungern. An mir soll das Vorhaben nicht scheitern. Ich mache mich dann vom Hof. Ja, okay. Dankeschön.